Sampling in Logic Pro X war bisher immer ziemlich arbeitsaufwendig und mühselig. Mit dem neuen Quick Sampler wird alles anders. Ich zeig dir warum. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro X. Mit dem neuen Quick Sampler, der seit dem neuen Update mit dazugekommen ist, kannst du in Rekordzeit aus jeder Soundquelle ein Softwareinstrument machen. Du kannst Loops direkt aus dem Loop-Browser, Regionen aus dem Arrangierfenster oder externe Samples direkt in den Quicksampler ziehen und du kannst sogar in Echtzeit direkt in den Quicksampler aufnehmen. Ich zeige dir jetzt in diesem Video alle wichtigen Funktionen. Den Quicksampler öffnest du über eine Software-Instrumentenspur. Zwar gehst du einfach hier auf Instrument und da hast du hier den Quicksampler. Ich nehme jetzt mal Mono und das ist dieses Fenster und in dieses Fenster hier oben rein ziehst du einfach deine Samples. Fangen wir gleich mal mit einer richtig genialen Funktion im Quicksampler an und das ist, dass er den Pitch eines hier hineingezogenen Samples sofort zuordnen kann. Ich habe hier zum Beispiel einen Bass, das ist eine MIDI-Spur, die kann ich hier anspielen. Und diese MIDI-Spur ziehe ich jetzt einfach hier rein, weil ich davon ein Sample will von diesem Ton, von diesem Basston. Ich wähle in diesem Fall Optimize, weil ich es nachbearbeiten möchte. Das wirst du meistens auswählen, wenn du mit Samples arbeitest. Original verwendest du eigentlich nur, wenn du dieses Sample original verwenden möchtest. Ich gehe also hier in Optimized. Und weil es nur ein Ton ist, verwende ich jetzt hier in diesem Fall One-Shot-Sample. Was du jetzt sehen kannst, ist, dass er den Root-Key schon rausgefunden hat und das ist C2. Und somit kannst du schon mal wesentlich schneller arbeiten und musst deine Bassdrum nicht immer manuell zur Projekttonart nachstimmen. Ich zeige dir gleich die verschiedenen Sample-Modi noch, aber weil wir jetzt gerade beim Bass sind, möchte ich dir noch ein paar Sachen über diese Tonformungsmöglichkeiten hier zeigen. Du hast hier unten zwei LFO-Filter, auf die gehe ich jetzt mal in dem Tutorial nicht näher ein. Wohl aber auf den Pitch hier unten, der für den Bass interessant ist. Du kannst den Bass hier fein pitchen oder fein tunen. Das ist jetzt beim Bass nicht so interessant, aber ich kann hier zum Beispiel die Tonhöhe verändern. Und sehr interessant beim Bass hier ist eben auch der Glide. Jetzt im Moment hörst du kein Glide. Wenn ich den Glide hier einstelle, dann kann ich den Bass Legato spielen lassen. Okay, das ist für diese Bässe hier interessant. Du hast hier noch einen Cut-Off-Filter, das ist auch klar. Oder kannst hier Sättigung reinfahren. Pan und Volume ist klar. Gehen wir mal weiter zum nächsten Modus und das ist der Recorder-Modus. Den finde ich auch sehr, sehr cool. Und zwar kannst du direkt in den Sampler hier aufnehmen. Ich mache das mal mit meinem Mikrofon. Du musst einfach nur die Eingangsquelle auswählen. Das ist in dem Fall mein Mikrofon. Ich nehme auf. Das war's schon und jetzt kann ich hier schon meinen Schnalz-Sample direkt übers MIDI-Keyboard abspielen. Nicht schlecht, oder? Gehen wir mal zum nächsten Beispiel über und zwar kannst du natürlich auch einfach Apple Loops hier in den Quicksampler ziehen. Das mache ich jetzt mal. Ich gehe auch wieder auf Optimized. Das ist ein Arpeggio-Sample. Und da ich jetzt im Classic Mode bin, automatisch eingestellt, kann ich das direkt abspielen über mein MIDI-Keyboard wieder. Das war jetzt das komplette Sample bzw. der komplette Apple Loop. Auch hier hat er wieder den Root Key erkannt, das ist C. Und du hast jetzt hier verschiedene Optionen. Zunächst mal schauen wir uns aber nochmal hier dieses Wave-Fenster an, sage ich mal. Du kannst jetzt hier festlegen, was abgespielt werden soll von diesem Loop. Und zwar kann ich mir hier einfach nur ein Stück raussuchen, zum Beispiel das hier. Dann wird er mir nur das loopen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich kann hier den Handle wieder zurückziehen. Dann wird er von vorne abspielen und erst ab diesem Bereich loopen. Okay, das Ganze kannst du natürlich auch rückwärts machen, denn du kannst den Loop auch rückwärts ablaufen lassen. Und zwar hier unten über diesen Knopf. Jetzt geht's andersrum. Schauen wir uns mal die untere Leiste hier an. Der Root Key ist C2, das hat er rausgefunden. Wir können es mal überprüfen. Genau, Loop war in C, das ist richtig. Hier kannst du das komplette Sample oder den Loop verstimmen. Vorwärts oder rückwärts ablaufen lassen, ist auch klar. Im Moment sind wir in der Loop-Funktion. Das bedeutet, wenn ich die Taste jetzt gedrückt halte, fängt der Loop wieder von vorne an. Wenn ich auf No-Loop gehe, dann spielt er einfach diesen ganzen Bereich oder den ausgewählten Bereich ab und hört dann auf zu spielen.
Was du jetzt hörst gleich, wenn ich hier anfange abzuspielen, ist, dass er, wenn ich die Oktaven erhöhe, auch das Tempo erhöht und das ist ein bisschen ungünstig. Ja? Ich fange mal an in dem normalen Key, ich drücke auf C2. Wenn ich jetzt aber eine Oktave höher gehe, dann wird auch das Tempo schneller. Das kann jetzt nützlich sein für manche Sachen, möchtest du aber nicht immer haben. Und da ist das weitere geniale Feature hier, dass du Flex Time hier mit im Quick Sampler mit drin hast. Wenn ich das jetzt hier aktiviere und auf Follow Tempo bleibe, dann kann ich eine Oktave höher auch abspielen und erhält das Tempo, das eingegeben ist. Er spielt jetzt schneller, weil er jetzt dem Tempo hier folgt. Ja, ich bin hier bei 120 BPM, okay? Ich kann also eine Oktave höher spielen, ohne dass er gleichzeitig schneller wird. Probieren wir jetzt mal noch mit einem Drum Loop zu arbeiten. Den hole ich mir auch wieder direkt aus Logic, zum Beispiel den hier. Genau. Den ziehe ich auch wieder über Optimized rein. Machen die Loops wieder zu. Und ich bin jetzt hier wieder im Classic-Modus. Jetzt gehen wir mal in den Slice-Modus, der für Drums sehr interessant ist. Das erinnert stark, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, an Serato-Samples von der Aufmachung her jetzt, diese Fähnchen hier oben. Und du hast jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Drum-Sample zu arbeiten. Was zunächst mal sehr cool ist, ist, dass du siehst, dass er dir hier die Tasten zugeordnet hat. Ja, ich kann also hier jetzt die einzelnen Samples, die er selber rausgefunden hat, die kann ich jetzt hier abspielen. Also wenn ich jetzt auf C1 drücke, spielt er mir dieses Sample ab, D1 dieses und so weiter. Also er hat schon in einzelnen Tasten hat er die einzelnen Samples zugeordnet. Ich kann hier natürlich auch anders teilen. Ich kann es in Beats teilen, also teilt er mir das immer in Viertel. Ich kann es in gleiche Teile teilen oder ich kann es einfach manuell teilen. Das heißt, ich könnte jetzt hier die Fähnchen hier selber setzen. Ich bleibe aber jetzt mal im Transient Mode. Was du hier noch machen kannst, ist die Sensitivity. Das heißt, du kannst, wenn ich das jetzt runterdrehe, dann werden die leiseren Samples weggenommen. Ja? Siehst du, dann nimmt er nur noch die lauten. Ich lasse das aber auch mal alles so. Du hast den Start-Key, ich starte jetzt bei C1. Den könnte ich noch, halt hier ist C1, den könnte ich verändern. Ich könnte einen anderen Start-Key festlegen, das ist nicht so wichtig. Was auch super cool ist, du kannst jetzt hier chromatisch oder nur weiße oder nur schwarze Tasten festlegen. Ich spiele ganz gerne, wenn ich mit so einem gesampeltes Instrument spiele, nur auf weißen Tasten. Du siehst jetzt aber, dass er hier auch zum Beispiel ein Dis festgelegt hat oder ein Eis. Und wenn ich jetzt hier nur auf weiße Tasten gehe, also nicht chromatisch, schwupps, legt er nur weiße Tasten fest. Ich kann dir die hier schneller über die weißen Tasten hoch. Das gleiche geht natürlich auch nur mit schwarzen Tasten. Bei Gate ist es so, dass ich hier unten diese Gate-Funktion zuschalte. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das ein Drum-Sample ist. Du siehst, dass er dann hier abschneidet. Das heißt, er gatet den Sound dann. Das ist eher bei längeren Tönen spannend. Und hier kannst du noch festlegen, ob er es bis zum Ende durchspielt oder ob er sofort aufhört, wenn du die Taste loslässt. Ja, jetzt lasse ich die Taste sofort los. Jetzt gehe ich zu Play to End. Mach aber nichts hier. Dann spielt das bis zum Ende durch. Auch das ist natürlich nicht schlecht. Also auch hier sehr, sehr viele nützliche Funktionen. Aber jetzt kommt noch der Knaller. Und zwar möchte ich mir aus diesem Sample jetzt ein Drumkit erstellen. Und zwar möglichst zügig. Das heißt, ich suche mir jetzt nur eine Snare Drum, eine Hi-Hat und eine Bass Drum raus. Das könnte vielleicht so in ungefähr hinkommen. Ja, wir machen mal dieses Sample weg. Ich glaube, dann passt. Okay, die drei möchte ich. Ich habe eine Bass Drum, Hi-Hat, Snare Drum. Wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick drauf gehe, siehst du die Möglichkeit Create Drum Machine Designer Track. Und das machen wir jetzt. Und er erstellt uns jetzt ein Drumkit aus genau diesen Samples und er hat sie sogar schon zugewiesen. Das heißt, ich bin jetzt hier im Drum Designer, er hat mir alles schon fertig gemacht. Und er hat mir die Samples direkt auf die gewünschten Tasten schon zugewiesen. Und ich kann hier natürlich auch meine Samples direkt hier noch nachbearbeiten. Wenn ich die Bassdrum jetzt kürzer wollte oder länger oder wie auch immer, dann kann ich die hier direkt noch im Drum Designer nachbearbeiten. Also auch das finde ich eine extrem nützliche Funktion, dass der Quick Sampler jetzt unter dem Drum Machine Designer gehostet ist und die beiden hier super gut zusammenarbeiten.
Somit kannst du deinen Workflow wirklich beim Sampling massiv verschnellern. Apropos Workflow, wenn du schneller und effizienter in Logic Pro X arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Pro X Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir die runterladen. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere coole Tipps, wie du schneller in Logic arbeiten kannst. Wenn du noch weitere Videos zum Logic 10.5 Update sehen möchtest, dann schau einfach mal hier rein. Da habe ich eine komplette Playlist. Da habe ich schon einige Videos reingehauen über die neuen Features in Logic 10.5. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und schreib mir mal in die Kommentare, was du von dem neuen Quick Sampler hältst. Ansonsten sage ich Tschüss und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!